Ich möchte heute mit einem ungewöhnlichen Zitat beginnen. Ungewöhnlich deshalb, weil es sonst nicht meine Art ist, mich selbst zu zitieren, aber in diesem Fall ist es fast eine Notwendigkeit. Ich zitiere nämlich aus einer Rede, die ich in diesem Hohen Haus am 27. Mai des Jahres 2019 gehalten habe. Das war derjenige Tag, als die Freiheitliche Partei mit den Stimmen der SPÖ gemeinsam eine als Expertenregierung getarnte und verkleidete ÖVP-Alleinregierung mit einem Misstrauensantrag in die Wüste geschickt hat. Und das war deshalb notwendig damals in diesem Mai 2019, weil die Österreichische Volkspartei versucht hat, das Aufschlagen des Ibiza-Videos in einer geradezu brutalen Art und Weise dafür zu benutzen, die gesamte Macht in dieser Republik an sich zu reißen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das alles natürlich unter dem Vorwand, für politische Sauberkeit einzutreten, das alles unter dem Vorwand, die Korruption zu bekämpfen und der Käuflichkeit der Politik den Kampf anzusagen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, heute wissen wir, dass es alles geheuchelt gewesen ist. Ich habe damals gesagt, dass wir, ich zitiere, in den kommenden Wochen und in den kommenden Monaten vielleicht Dinge erfahren werden, ja vielleicht in den Zusammenhängen auch ein Sittenbild zum Vorschein kommen wird, wo ich Ihnen nur sagen kann, dass vielleicht das, was wir auf den Bändern von Ibiza sehen, diese Dinge, die unter Alkoholeinfluss gesprochen wurden, gegen die Wirklichkeit, die nüchtern ist, verblassen werden. Zitat Ende. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich habe mich geirrt, aber nur was den Zeitablauf betrifft. Es hat nicht Wochen und Monate gedauert, sondern es hat 2 Jahre gedauert, bis wir jetzt einen umfassenden Blick auf dieses schwarz-türkise Sittenbild haben. Man hat natürlich auch erlebt, im Zusammenhang mit der Freundelwirtschaft und dem Abhängigmachen von Unternehmern im Zuge des Corona-Managements, wie sehr sie von dieser Lust auf Macht besessen sind. Meine sehr geehrten Damen und Herren, und es ist ein gespenstisches Bild, das sich hier bietet, ein gespenstisches Ganzes, dessen Bestandteile heißen Machtgier, Machtmissbrauch, Käuflichkeit, Manipulation, Unwahrheit, gepaart mit Skrupellosigkeit. Und das, was diese Welt im Innersten zusammenhält, meine sehr geehrten Damen und Herren, ist niemand anderer als Sebastian Kurz. Und Herr noch Finanzminister, Sie müssen sich in diesen Tagen die justizielle Aufmerksamkeit, die Ihnen zu einem weiten Teil gehört, dann doch abteilen. Und zwar genau mit diesem politischen Lebensmenschen von Ihnen, genau mit Sebastian Kurz. Denn Sie und Herr Schmidt, der immer noch in Amt und Würden sitzt, Sie, die Spinnlecker-Boys der Österreichischen Volkspartei, Sie sind Wegbegleiter und Wegbereiter dieses Systems Kurz. Und Sie haben gemeinsam Triumphe gefeiert. Sie haben gemeinsam Triumphe gefeiert, aber jetzt passiert etwas, das dann manches Mal daherkommt. Der Fluch der bösen Tat ist es, der Sie einholt. Eine Sache verdient unsere ganz besondere Aufmerksamkeit. Und das ist das Projekt Ballhausplatz des Jungherren- und Jungdamenkomitees der Neuen Volkspartei. Das muss man sich genauer ansehen. Dieses Projekt Ballhausplatz, das ist die zu Papier gebrachte und dann penibel umgesetzte Strategie der Herren Kurz, Blümel und Co., die darin besteht, zuerst den eigenen Parteiobmann zu beseitigen, dann die Koalition zu sprengen und das Land in Neuwahlen zu treiben und dafür einen unglaublich intensiven Wahlkampf auf die Beine zu stellen. Da sind wir mit all diesen Dingen im Jahr 2017 und die letztendlich darin besteht, dann als Regierungschef für sich und die Wegbegleiter und Wegbereiter die komplette Macht an sich zu reißen und alle, die nicht mitzumachen bereit sind, an den Rand zu drängen oder zu zerstören. Und dieses Projekt, das läuft bei Ihnen bis zum heutigen Tag.